Python-Programmierung, Zeichenketten. Die Zeilen wurden als Datei Zeichenketten.py im Ordner Desktop gespeichert und als ausführbar markiert. Erste Erfahrungen mit Zeichenketten sollen hier vertieft werden. Zeichenketten müssen immer von Anführungszeichen umschlossen werden. Möglich sind einfache Anführungszeichen, zum Beispiel so: Name ist gleich Bernd. Speichern und ausführen, Python, Leerzeichen, Zeichenketten.py. Oder es sind auch doppelte Anführungszeichen möglich. Das würde dann so aussehen. Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen beiden Varianten. Die Verwendung ist letztlich Geschmackssache. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass innerhalb einer Zeichenkette keine äußeren Anführungsstriche vorkommen können. Zum Beispiel so. Diese Variante führt also zu einem Fehler. Stattdessen kann in solchen Fällen der jeweils andere Anführungsstrich genutzt werden. Das wäre dann zum Beispiel Bernd in einfachen Anführungsstrichen. Oder andersrum. Die Variante funktioniert auch. Bernd in doppelten Anführungszeichen. In Python gibt es außerdem aber noch dreifache Anführungsstriche. Innerhalb von dreifachen Anführungsstrichen kann man die einfachen und doppelten Anführungszeichen nach Belieben verwenden und sogar Zeilenumbrüche sind möglich. Ein Beispiel: dreifache Anführungszeichen, zum Beispiel so. Das heißt, die doppelten Anführungszeichen bei Bernd sind jetzt möglich. Wie in vielen anderen Sprachen gibt es in Python natürlich auch die Möglichkeit, Zeichenketten durch Voranstellen eines Backslash zu escapen. Das heißt, so zu markieren, dass der Interpreter nicht darüber stolpert. Das fehlerhafte Beispiel von vorhin mit Escape-Zeichen sieht dann so aus. Das geht natürlich nicht, aber so funktioniert es. Mit dem Escape-Zeichen lassen sich auch Zeilenumbrüche in Zeichenketten mit einfachen und doppelten Anführungsstrichen erzwingen. Dies wäre sonst nicht möglich. Ein Zeilenumbruch ist mit Backslash n möglich. Dort erfolgt dann der Zeilenumbruch. Weitere Escape-Sequenzen sind möglich. Ciao und viel Glück!